sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge In Any Case hier auf meinem Kanal Chrisney. Das ist die zweite Folge des China-Specials. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und viel Erfolg beim Miträtseln. Der folgende Fall ist, wie ihr schon mitbekommen habt in den letzten Folgen, wieder ein richtig kranker und abgefahrener Fall, den man so gar nicht glauben kann. Aber ob ihr dem wirklich glauben könnt, das wisst ihr ja noch nicht. Deswegen fange ich einfach mal an. In diesem Fall fangen wir nicht in China an, sondern in Washington. Es spielt im Jahre 2006. Eine Frau meldet sich zur Presse und spricht öffentlich über ihr Leiden im Gefängnis. Sie war lange Zeit in China im Gefängnis wegen einer anderen Glaubensrichtung. Sie hat einen anderen Glauben, der dort nicht geduldet wird, deswegen war sie in Haft. Dort wurde sie mehrfach misshandelt, ihr Körper wurde gepeinigt, sie hat Wunden davon getragen, schwere körperliche Verletzungen im Gesicht, an der Haut, Narben überzogen ihren Rücken. Doch darum soll es gar nicht gehen, denn diese Frau wird von Krankenhaus zu Krankenhaus geschleift, so wie viele andere Patienten auch. Sie muss mehrere Operationen über sich ergehen lassen und besucht täglich mehrere Krankenhäuser mit mehreren Fachärzten. Und das alles nur aus einem einzigen Grund. Sie soll quasi als Ersatzteillager dienen. Sie soll Organe spenden. Doch ihr Gesundheitszustand ist so schlecht, so mangelhaft, dass ihre Organe und ihre Haut nicht in Frage kommen für die Transplantation. Das ist nur ein Einzelschicksal, doch in China gibt es mehrere tausend Menschen, die ausgebeutet wurden, deren Organe im lebendigen Zustand laut einer traditionell chinesischen Art, einem Ritual quasi, entnommen wurden. Im lebendigen Zustand, eine grausame Art, bei der auch Menschen gestorben sind, da bei solchen Operationen oft keine Fachärzte dabei sind. Das Ziel in China ist es und in den Krankenhäusern ist es, eine geringe Wartezeit für Organspender zu kriegen. Und dadurch wurden Morde, die so nicht bekannt waren, an Menschen durchgeführt, um Organe zu bekommen. Rein um Organe, Leber, Nieren, Lungen, Hauttransplantationen, alles wurde durchgeführt. Ist das die Wahrheit oder habe ich mir das einfach nur ausgedacht? Ihr entscheidet wieder, das war die zweite Folge von In Any Case und ich hoffe, ihr ratet richtig, ihr ratet zahlreich und dann sehen wir uns bei der Auflösung und der dritten Folge wieder. Ich freue mich drauf und denkt immer daran, passt auf euch auf, denn jeder könnte ein Mörder sein oder eure Organe rauben.